Hey ho und herzlich willkommen zum Mischinki. Hier spricht der Vorbodler. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie du siehst, begrüße ich dich hier schon direkt aus dem Baueditor des Spiels. Die Werkzeugfabrik hier soll etwas ausgebaut werden. Das ist nicht besonders schwierig. Aber hier an der Problemzone, und damit meine ich nicht die Zellulite-Ampole, sondern unsere Gießerei, da sieht es schon ganz anders aus. Dann lasst die Spiele beginnen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Dann würde ich mal vorschlagen, wir starten schön luftig, locker, leicht hier an der Werkzeugfabrik, denn das ist nicht besonders schwierig. Ich werde mal hier oben ein weiteres Bahnsteig anfügen, nämlich hier. Und dieses Gleis hier lege ich einfach um auf den Bahnsteig, damit die Wegpunkte erstmal so erhalten bleiben, wie sie bisher sind. Da muss man nicht so viel umstellen. Und ja, ein bisschen umstellen müssen wir schon. Ich denke mal, das reiße ich ab. Und zwar kommt hier vorne noch der Kohlenzug. Nicht der Personenzug, der fährt hier vorne. Aber nein, das ist eine andere Strecke hier. Der Kohlenzug, der soll auch mal jetzt in Ruhe da hoch können. Und der bleibt dann links, während der Holzzug, der von hier hinten kommt. Vielleicht können wir das direkt auch hier machen. Machen wir eine Dreierweiche, so. Führen wir den hier auf ein eigenes Gleis, was sich dann hier oben anschließt an den, müssen wir hier mal eben kaputt machen. Ja, ich habe auch die Gleise gemischt, wie ihr seht. Dieses dunkle Gleis ist das Schnellzuggleis. Das ist im Grunde, kann man die gut mischen, kein Problem. Ich finde das halt, das sieht ganz interessant aus. Ne? Also, hier sollte man vielleicht doch nochmal dazu lassen. So. Das sieht so ein bisschen kaputt aus irgendwie, ich weiß auch nicht, ne? Wenn man das so mischt. Das kann jeder machen, wie er will. Wenn ihr mal euch umguckt, denkt mal an eure Straßen in eurem Dorf, ne? Da ist auch alles nur Flickschusterei. Das ist doch typisch. Auch hier so eine Bahnstrecke, die reißt ja nicht komplett ab. Und baust die neu, sondern ersetzt immer so einzelne Stücke, die mal so langsam dran sind. Ja, und dann hast du hinterher ein Hickhack, ja. Also besonders gut kennt man das ja wirklich von seinen Straßen. Da ärgern wir uns auch immer dauernd. Weil das auch immer dann mit Baustellen verbunden ist, ne? Lästige Baustellen. So, hier glätte ich etwas. Das Gelände. Und lasse den Zug, denn das ist ja der Holzzug. Der ist sozusagen auf dem Holzweg. Der fährt jetzt hier wieder zurück, schön auf sein Gleis. Er ist da alleine, kann er einfach hier wieder zurück. Und du fährst ja auch mal vorwärts und musst hier nicht dieses langatmige Wendemanöver vollziehen. So haben wir es. Okay, dann machen wir, muss denn hier noch ein Signal hin jetzt im Moment? Nö, da ist nur der eine Zug drauf. Hier vorne sperren wir es einfach ab. Und dann haben wir es. Signal hinstellen und dann auch blockieren. So, dass der dann nicht mehr... Oh, habe ich jetzt ein Kettensignal genommen? Das wollte ich eigentlich nicht. Brauchen wir auch nicht. Oh, da kommt er, glaube ich, gerade, ne? Ja, super. Ja, einmal kannst du da noch langfahren. Wollen wir auch nicht so sein. Wieso hat er denn so viele leere Waggons? Kommt da unser Sägewerk nicht mehr hinterher? Oh, müssen wir da auch mal wieder nachgucken. So. So, jetzt fährt er nämlich da nicht mehr rein. Sondern muss außen rum. Hier auch nochmal ein Signal hingestellt. So, das ist jetzt sein Kurs. Ja, lassen wir den noch einmal da oben seine alte Strecke fahren. Zurück kann er ja noch hier, aber dann muss ich den Kurs neu einstellen. In der Zeit schaue ich mal nach, was hier am Sägewerk los ist. Ziemlich viel Lärm auf jeden Fall. Lärm um nichts. Aber hier haben wir doch noch Holz. Oh, da können wir noch einiges machen hier. Da können wir noch ein bisschen nachlegen. Verstärken wir das einfach mal etwas. Eine Herberge dran. Und eine Trocknungsanlage. Ja, das ist auch gut. Komm, dann produziert ihr mal richtig Holz. Ich glaube, weil der Zug, der ist doch... Ja, der wird auch nicht so richtig vollgeladen, ne? Ja, stimmt irgendwas mit dem Wald hier nicht. Aber der ist eigentlich schon ganz gut ausgebaut. Noch ein Holzlager dran.
Ja, das grenzt schon an Raubbau an der Natur hier, was ich betreibe. Der Wald, der liefert nämlich auch ordentlich Kohle. Nur Holz ist knapp. Naja, gut. Das sollte jetzt aber allmählich wieder in Fahrt kommen. Dann schauen wir kurz nach dem Zug. Da ist er unterwegs, dass ich den mal eben einstelle. Die Strecke ist jetzt, wo fährt er hin? Eins ist, ja, muss ich hier schon, dass er hier auf den richtigen Gleisen bleibt, ja. Gut, und dann kommt er da hin und dann ist das alles okay. Also ab Bahnhof 16 oder hier Wegpunkt 5. Gucken wir den nochmal an, das müsste eigentlich hier schon auf der, ja genau, dass er hier auf dieses Gleis fährt. Das muss man nicht unbedingt machen. Ich mache es eher sicherheitshalber mit den vielen Zusatzwegpunkten. Normalerweise ist die KI recht gut, aber wenn man viel umbaut und auch sehr viele Züge hat und lange Strecken, viele verwurstelte Strecken auch, dann lege ich lieber noch ein paar Zusatzwegpunkte an. Ja, damit es einfach, damit die KI entlastet wird, der Zug einfach ganz klipp und klar weiß, wo er langfahren muss. Jetzt zum Beispiel nach dem Wegpunkt 5 muss ich einen neuen Wegpunkt einrichten, dass der auf dieses Gleis fährt und nicht geradeaus. Das sage ich ihm jetzt mal hier. So, den schiebe ich jetzt natürlich richtig an die richtige Stelle hier hinter der 5. So, und dann müsste es klappen, dann fährt er hier oben rein. Nach dem Bahnhof können wir diese beiden Wegpunkte eigentlich wegnehmen. Die machen jetzt keinen Sinn mehr. Die braucht er im Augenblick auch nicht mehr. Ne, die hat er schon hinter sich. Aufpassen, dass der hier nicht umspringt und plötzlich woanders hinfährt. So, aber es ist okay. Und dann nach dem Entladen soll er hier nochmal geradeaus rausfahren. Wenn er einmal in dem Wendekreis ist, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. So, und dann fährt er auch schön vorwärts wieder zurück. Das sollte jetzt gar kein Problem mehr sein. Wir schauen ihm mal ein bisschen zu. Er ist noch voll auf der richtigen... So ist es doch schöner, ne? Voll auf dem richtigen Kurs. Ne, was ist das schön hier mit der Dampflok und mit der Diesellok. Da bin ich mal gespannt, ob das hier schon Wirkung zeigt. Meine ganzen Ausbaumaßnahmen. Das sieht so cool aus da vorne. Fährt das schon weiter? Naja, aber ist schon wieder nicht richtig voll, ja. Fehlt einiges. Nun denn. Ich lasse den Zug jetzt trotzdem so lang. Weil das kommt schon. Guck mal, müsste eigentlich jetzt hier mal richtig gut funktionieren. Wow, super. Klasse. Und noch mehr. Hallo? Fein, echt. Okay, was sind das hier nochmal für... Da haben wir noch mehr. Ah ja, okay. Springen wir so an die verschiedenen Stellen. Ah, ist ja super hier. Was ist denn das für... Den habe ich hier noch nie gesehen. So eine Holzschnitzerei hier. Bär oder was? Ich sag mal so, es steckt viel Liebe in diesem Spiel, ja? Na gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Machen wir weiter. Dann denke ich mal, haben wir den Umbau da oben fertig. Jetzt muss ich nur noch an eines denken, nämlich den Kohlenzug wieder losfahren zu lassen. Der fährt auch mal hin und... Ach ja, das ist auch nicht so perfekt. Komm, fahr mal los. Hol dir mal ein bisschen Kohle ab, hier hinten. Dann fährt er vorwärts raus. Ja, der fährt einfach nur hin und her, ne? So, ja, ist nicht so optimal. Aber auch nicht so schlimm, weil es dauert immer so ewig, bis der Holzzug hier oben ist. Und in der Zeit hat Kohli, schon wieder ein paar Touren gefahren. Zwei wird er wohl schaffen. Zwei oder drei in der Zeit. Naja, zwei, ne? Okay, egal. Schauen wir mal. Jetzt an der Gießerei. Jetzt geht's richtig zur Sache, Leute. Jetzt habe ich ein großes Problem. Das nervt mich doch sehr. Ich meine, wir haben immer das Problem der Kohle. Ich muss noch mehr Kohlebergwerke auftreiben.
und erschließen. Hier vorne ist irgendwo eins hier bei Witten und das hätte hier sogar einen recht guten Anschluss. Das ist sogar hier ein doppelgleisiger Bahnhof. Da könnte man hier nochmal eine Strecke bauen. Durch den Berg vielleicht. Und dann sind wir schon ungefähr, naja, hier noch irgendwie umbauen, ja. Dann käme man hier nochmal hin. Also das ist auch jetzt, sind alle sehr weit weg und das geht eigentlich noch. Die anderen sind noch weiter weg. Das ist auch das Problem dabei. Und alles schon trotzdem noch an der Kapazitätsgrenze. Also ihr seht, der Zug ist auch noch nicht wirklich voll. Ne? Aber willst du machen? Der ist voll, aber der ist aber sehr klein. Oh, ja, da ist ja kaum was. Ja, okay, das ist noch eine andere Geschichte, dass ich nochmal einzelne Züge in den Lokschuppen zurückrufe, um dort noch weitere Anhänger dran zu packen. Aber eins nach dem anderen. Jetzt möchte ich hier gerne noch, ich sag mal, zwei Bahnsteige dran haben. Und das wird jetzt eine Aufgabe. Ich würde vorschlagen, wir warten kurz, bis hier ein bisschen mehr Platz ist und die Züge raus sind. Das sieht ja jetzt super aus hier. Gucken wir hier auch nochmal zu. Ja, das ist okay. Dann kann ich jetzt mal auf Pause schalten. Dann hat man ein wenig mehr Ruhe. Kohle haben wir genug, also Geld. Kohle, ja, Kohle fehlt. Aber hier die Zulieferstrecke ist schon mal okay. Das kann man so lassen. Nachdem ich hier den Wendekreis eingebaut habe und noch ein drittes Gleis, was die Kohlezüge wieder zurückbringt, läuft das eigentlich wie am Schnürchen. Und was das Problem ist, ist jetzt eher der Abtransport der Eisenbahnen. Da kommen vier Züge und wollen Eisenbahnen. Und besonders die zwei rechten hier, die sind wichtig. Die kommen nämlich vom Stahlwerk und das Stahlwerk hat auch immer Produktionsausfall. Das sind immer diese hier, die überlaufen mit Materialien, aber Eisen fehlt noch. Und deswegen müssen wir das mal ein bisschen schneller machen hier. Das äußere Gleis, das legen wir erstmal woanders hin. Moment, das machen wir so folgendermaßen. Den bauen wir jetzt hier direkt, den Abzweig. Vielleicht komme ich auch schon direkt aus dem Tunnel raus. So, nee, leider nicht. Das ist das Beste, was ich machen kann. Könnte auch noch mal ein bisschen Platz gewinnen, so. So, dann reißen wir den Sums hier oben ab. So, und auch das Bahnhofsgebäude müsste eigentlich jetzt hier erstmal weg. So, genau. Auch wenn es weh tut. Aber wir können noch eine weitere, was habe ich gesagt, noch zwei weitere Bahnsteige. Kriegen wir auch drei hier hin? Machen wir mal richtig fett. Oh, das geht nicht mehr. Bahnhof ist zu groß. Oh ja, gut. Die Meldung habe ich auch noch nicht bekommen. Was machen wir da? Wir können was ausprobieren. Und zwar gibt es noch die Erweiterung. Güterbahnhof haben wir gerade abgerissen. Aber es gibt hier unten noch den Kontrollturm. Mal schauen, ob ich den hier hin... Ja, tatsächlich. Jetzt sollte es wieder funktionieren, dass wir hier vielleicht doch noch einen Bahnsteig hinbauen. Seht ihr, das klappt. Sehr gut. Dann haben wir Erz, dann haben wir 1, 2, 3... Oh mein Gott. Aber jetzt hätte jeder Eisentransporter einen eigenen Bahnsteig. Okay, die beiden für die Werkzeugfabrik, die beiden rechten hier, die könnten sich das eventuell noch teilen. Und den könnten wir vielleicht noch für was anderes gebrauchen. Trotzdem glaube ich, baue ich das jetzt mal so, das Erz soll jetzt praktisch hier hin. Jetzt möchte ich hier gerade wieder den Güterbahnhof dran bauen und stelle fest, den kann man auch hier am Ende des Gleises anbringen, nicht nur an den Außenkanten. Das sieht ziemlich cool aus. Ich weiß nicht, wie rum. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil er jetzt die Prellböcke verdeckt. Ich denke mal, das ist nicht so schön. Ne? Dann mach mal lieber andersrum. So. Das sieht doch schön aus.
Fantastisch. Ja, und dann seht ihr hier oben habe ich jetzt den Eisenerz neu rangebracht. Ich starte nochmal kurz, damit die hier nochmal. Ach, der fährt sowieso gerade weg. Okay, dann kann ich das Gleis im Grunde auch schon wieder hier trennen, dass der da oben hinfährt. Das müsste der jetzt eigentlich auch hinbekommen. Auf großartige Signale und so verzichte ich noch, da der Verkehr eigentlich hier vorne schon geregelt wird. Da kann eigentlich nicht viel passieren. Aber die beiden müssen aus dem Weg, dass die mal ihren Job eben machen und hier verschwinden. Denn also diese Gleise muss ich hier umbauen. Und vielleicht verzichte ich dann auch hier auf das Wendemanöver. Die beiden Stahlzüge hier, also die Eisen zum Stahlwerk bringen, die fahren auch immer vor und zurück. Es geht einfach nicht anders, es ist kein Platz mehr hier. Oder es ist ja ganz gut, rückwärts fahren sie leer und vorwärts dann voll. Aber ihr seht, vor allem da habe ich hier im Stahlwerk irgendwie keine Möglichkeit mehr, vernünftig zu wenden. Jedenfalls fällt mir im Augenblick noch nichts ein. Und dann warten wir einfach mal ganz gepflegt. Seht ihr, der kommt nämlich hier zurück. So, und das ist ja wunderbar. Dann reißen wir das einfach ab und verbinden wirklich jeden Bahnsteig mit einem eigenen Gleis. Und dann sollte das hier aber auch wirklich mal etwas besser laufen. Das sieht hier noch etwas schief aus, diese Kurve. Moment, das haben wir gleich. So. Ein bisschen zu krass sonst. So sieht es doch schon besser aus. Da erkennt man was, er findet keinen Weg. Ja, das ist jetzt klar, weil der dem jetzt hier die Wendepunkte weggenommen haben. Der Vierer hier, der ist jetzt sonst wo. Pass auf, dann machen wir den mal eben weg, den Vierer. Und dann machen wir da mal einen hin. Hier oben fährst du jetzt hin. Da ist deine neue Vier. Siehst du, und dann findest du auch wieder den Weg. Gut, und der Rest sollte jetzt wirklich richtig in Fahrt kommen. Weil kein Zug mehr auf den anderen warten muss. Die können jetzt alle hier reinfahren. Und warum soll man das nicht so fett machen, ja? Wenn hier nun mal die Gießerei so wichtig ist. Da kommen jetzt insgesamt 1, 2, 5, 9. 9 Züge kommen da an. Nein, sogar 10. Das ist hier nämlich Nummer 10. Genau. Der steht da sogar noch und wartet. Ja, den habe ich außer Betrieb gesetzt, weil wir zu viel Erz hatten. Da kommen wir nicht mehr mit. Ja, hier läuft alles über. Aber wenn ich den jetzt auch noch in Betrieb nehmen würde, dann hätten wir hier 10 Züge, die diesen Bahnhof anfahren. Ja, ist ja kein Wunder, dass das dann irgendwie dauernd stockt. Oder, naja, gestockt ist es eigentlich nicht. Es ist nur sehr langsam gegangen. Stocken tut es ja erst, wenn die sich gegenseitig wirklich im Weg stehen und dauernd sich gegenüberstehen und so Sachen. Aber das hat ja gut funktioniert. Das war nicht das Problem. So, das fehlt mir auch noch. Ein bisschen Gelände. Ein bisschen Terraformen. Die sehen hier immer total riesig aus, die Berge. Aber im normalen Modus geht's dann. Nicht ganz so wild. Paar Bäume könnten vielleicht nicht schaden. Ja, auch zwischen. Ja, schaut, und da wollte ich hier oben noch die Lücke füllen.
Man dachte mal hier an diesen Kohlentrichterwagen, nennt sich das. Der ja die... Ja, das ist komisch. Der soll eigentlich, dass der Zug dann da drunter fährt, oder? Wie verstehe ich das? Ah ja, Moment. Das ist aber merkwürdig. Weil richtig draufpassen tut es ja nicht. Sollte man vielleicht hier vorne irgendwo hin. Aber ich habe hier keinen Platz mehr. Haha. Komm, wir bauen ihn einfach mal hin. So, macht ja nichts. Ich finde, das sieht auch gut aus. Und der soll ja jetzt wirklich noch die Kapazität erhöhen, vor allem die Ladezeit. Dann werden die Kohlen zumindest auch nochmal schneller entladen und die Züge können schneller wieder abrauschen. Wertvolle Sekunden könnten das sein. Wertvolle Sekunden, jawohl. Ach ja, und ich habe vergessen, die anderen beiden Züge hier wieder stehen sie jetzt hier im Weg. Moment, den wieder starten. Dann hat es sich schnell geklärt, denke ich mal. Ich wundere mich schon, warum hier keine von der Werkzeugfabrik mehr ankommen. Und gerade die sind wichtig für unsere Silberocken. Da haben wir wieder viele von verbraucht. Aber das ist cool. Ja, jetzt noch irgendwie noch einen zusätzlichen Kohlenzug dahin schicken. Das wäre ziemlich perfekt. Und ansonsten habe ich hier oben ja noch die andere Strecke. Hier wollte ich auch eventuell nochmal etwas nachjustieren. Mal schauen, dass wir hier einfach noch mehr Silberocken produzieren. Dafür müsste dieser Zug schneller fahren. Wie sieht es hier aus? 200 und wir haben hier jetzt zu wenig Kohle. Ja, den habe ich nämlich eine Weile gestoppt gehabt. Richtig, gut, dass ich da jetzt nochmal nachschaue. Da kann der auch wieder losfahren. Da war nämlich viel zu viel Kohle auch wieder. Hier ist das komisch, ne? Ist umgedreht. Hier haben wir plötzlich zu wenig Erz und zu viel Kohle. Ganz merkwürdig. Ah, hier sieht man jetzt auch mal gut, dass diese Kreuzungsgeschichte auch funktioniert. Und jetzt kann er hier direkt auch weiter. Ist ja interessant, so kreuz und quer. Wenn es gut klappt, ist ja okay. Hier haben wir nochmal einen neuen Kandidaten, der seinen Weg nicht findet. Wer ist es denn diesmal? Zug 18. Mal schauen. Das ist einer der Werkzeugzüge. Doch, das kann. Ja, der hat hier bisher immer einen Wendekreis gehabt. Den haben wir abgerissen. Der muss jetzt seinen Weg auch so finden. Deswegen machen wir das mal so. Das gleiche müssen wir auch bei dem anderen Werkzeugzug noch machen, aber ich sehe hier gerade noch ein anderes Problem. Ein Zug wartet zu lange an. Ach, was ist das denn für einer? Wo will der denn überhaupt hin? Der soll doch hier vorne hin. Der hat sich verfahren. Den haben wir gerade eingestellt. Da habe ich, glaube ich, nicht aufgepasst. Den wenden wir mal kurz. Der muss hier hinten zurück. Huch, was war das denn gerade für eine... Das war ja interessant. Kein gutes Zeichen. Oh. Oh, oh. Da ist ja irgendwas nicht in Ordnung, ne? Habt ihr das... Einfach ignorieren. Ist immer die beste Möglichkeit. So, gucken wir mal, dass wir den schnell wieder auf Kurs bekommen. Erstmal hier über die Weiche schön in aller Ruhe. So, jetzt kannst du bremsen. Und dann schauen wir mal, was hier passiert ist. Der soll zu 3... Gießerei, wo ist denn der Punkt 2? Das ist doch hier. Moment, der soll ja hier außen lang. Ja. Und Bahnhof 18 ist ja hier. Punkt 4. Eigentlich, da soll er jetzt hin. Wenden wir mal und starten ihn und schauen, ob er jetzt rechts bleibt. Wieso ist er nach links gefahren? Das ist ganz merkwürdig. Ja, jetzt klappt's aber. Jetzt klappt's aber gut. Jetzt ist er wieder auf Kurs. Gut, dann noch schnell den zweiten Werkzeugzug. Ich glaube, das ist gerade der hier einfährt. Das ist ja wieder wie abgemacht. Das läuft wie am Schnürchen. Strecke. Ja, wieder die den Wendepunkt wegnehmen. Und kurz überprüfen, ob Punkt 2 noch stimmt. Das ist hier vorne der. Ja, genau. Perfekt. Ja, bei denen ist jetzt das Problem, die fahren jetzt auch wieder eine Strecke rückwärts und leider jetzt auch voll beladen. Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da müsste ich mich nochmal hinsetzen, die nochmal umrangieren hier vorne. Einfach einmal durchfahren lassen, ohne dass sie hier wenden. Dann hat man's. Kann ich jetzt gleich machen. Aber ich verabschiede mich schon mal von euch. Hoffe, es hat Spaß gemacht heute. Ein bisschen bauen, ein bisschen fummeln. Dann seid ihr bestimmt beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich drauf.
Wenn es gefallen hat, dann haut auf den Like-Button noch, schaut euch ein bisschen auf dem Kanal um und falls du neu bist, abonniere den Abonnal. So, ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt sauber. Habt noch viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen.